Die Kriegsschuld Österreichs wurde vor 60 Jahren erfolgreich aus dem Staatsvertrag herausverhandelt, und zwar von Julius Raab und Leopold Figl. Was die beiden Staatsmänner da in Moskau geschafft hatten, prägte über Jahrzehnte das geschichtliche Selbstverständnis des neuen Österreich. Erst durch das Bekenntnis von Bundeskanzler Franz Vranitzky, und zwar 1991, hatte ja eine neue Geschichtsschreibung dann begonnen. Im Gedenken an den historischen 15.05.1955 versammelte sich am Freitag der vergangenen Woche, versammelten sich da die wichtigsten Österreicherinnen und Österreicher zu einem Festakt. Fritz Jungmeier macht für uns noch einmal einen Blick zurück. Die Bundeshymne, dargeboten von Mitgliedern der Wiener Philharmoniker und des Staatsopernchors, eröffnet den Festakt im Marmorsaal von Schloss Belvedere. Ohne die Solidarität und den Willen der Siegermächte, das zerstörte Europa wieder aufzubauen, würde Österreich heute nicht das sein, worauf wir so stolz sind, erinnert Bundeskanzler Faymann in seiner Festrede. Der 15. Mai steht in Österreich für alles, was dieses europäische Einigungsprojekt so überzeugend und stark macht. Für Freiheit und Selbstbestimmung, für Demokratie und Frieden, für einen Neuanfang in Respekt und Toleranz. Die Erlangung des Staatsvertrags ist mitentscheidend für das Entstehen einer österreichischen Identität, eines Wir-Gefühls, wie es der Vizekanzler ausdrückt. Dieses Wir-Gefühl hat sich ausgedrückt in einer Wirtschaft, die aus bittersten Anfängen bis zur dritten Stelle in Europa gekommen ist. Das war eine große Leistung der Österreicherinnen und Österreicher. Wir haben uns kräftig voranentwickelt, auch international. Wir haben in vielen Fällen eine politische Vermittlerrolle einnehmen können. Der Weg war aber alles andere als leicht. Mit der Proklamation vom 27. April 1945 ist Österreich nach 7 Jahren nationalsozialistischer Herrschaft wiedererstanden. Doch mit der Unabhängigkeitserklärung ist Österreich noch lange nicht frei. Österreich ist vierfach besetzt, die russische Zone umfasst das Burgenland Niederösterreich und das Mühlviertel, die amerikanische Zone Oberösterreich südlich der Donau sowie Salzburg, Tirol und Vorarlberg sind französische Besatzungszone und die britische Zone umfasst Osttirol, Kärnten und die Steiermark. Wien wird von den vier Mächten aufgeteilt. Die Freiheit und Unabhängigkeit Österreichs kann nur durch einen Vertrag zwischen den Siegermächten und Österreich gesichert werden, durch einen Staatsvertrag. Im Dezember 1946 setzen die Alliierten eine Kommission zur Ausarbeitung eines Staatsvertrags ein. Doch ab 1947 herrscht Eiszeit zwischen Ost und West und die Verhandlungen geraten in Stocken. Erst nach dem Tod Stalins im März 1945 kommt wieder Bewegung in die Sache. Die österreichische Regierung nutzt die Gunst der Stunde und fliegt im April 1955 zu Verhandlungen nach Moskau. Im Moskauer Memorandum wird festgehalten, dass Österreich ein neutraler Staat sein würde und die vier Siegermächte die Unversehrtheit und Unverletzlichkeit des Staatsgebiets garantieren würden. Eine Botschafterkonferenz Anfang Mai klärt die letzten noch offenen Fragen und fixiert den Staatsvertrag. Seine wichtigsten Punkte: Österreich verpflichtet sich, keine politische oder wirtschaftliche Vereinigung mit Deutschland einzugehen. Die Minderheitenrechte der Slowenen und Kroaten müssen gewährleistet sein. Österreich verpflichtet sich, eine demokratische, auf geheime Wahlen gegründete Regierung zu unterhalten. Österreich lässt keine Wiederbetätigung von narzisstischen oder faschistischen Organisationen zu. Alle Herrscherrechte oder sonstigen Vorrechte der Habsburger bleiben aufgehoben. 10 Jahre nach Verhandlungsbeginn treffen am 15. Mai 1955 die Außenminister im Marmorsaal von Schloss Belvedere zusammen und setzen die Unterschrift unter den Staatsvertrag. Für Russland Vaclav Molotow, Harold Macmillan für Großbritannien, für die USA John Foster Dulles, Antoine Pinay für Frankreich und Außenminister Leopold Figl für Österreich. Bei der Vertragsunterzeichnung, die nur 3 Minuten dauert, fallen auch die berühmten Worte Figls: Österreich ist frei!
Obwohl im Protokoll nicht vorgesehen, präsentiert Fiegel dann den jubelnden Menschen im Schlosspark den so freudig erwarteten österreichischen Staatsvertrag.